Früher war es manchmal umständlich, an das nötige Geld für den täglichen Bedarf zu kommen. Heute gibt's dafür das Girokonto. Hatte man damals viel Geld, konnte man herrlich darin baden. Hat man heutzutage viel Geld, kann man natürlich auch darin baden. Klimpert aber nicht mehr so schön. Es gab in jeder Wohnung ein Versteck. Da wurde der Zaster deponiert. Das Versteck gibt's noch immer. Jetzt liegt da die geheime PIN-Nummer. Hin und wieder musste man sich über sein Vermögen Überblick verschaffen. Dabei hilft einem heute die Technik. Theoretisch jedenfalls. Früher gab's den freundlichen Kundenberater. Heute gibt's den 24-Stunden-Service. So manche Berufsgruppe hatte es einst sehr schwer. Heute, in Zeiten des bargeldlosen Verkehrs, gehört sie jedoch eindeutig zu den Gewinnern. Aber egal, welche Form das Geld noch annehmen wird, eins wird immer gleich bleiben. Man hat einfach zu wenig davon.